Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, sehr, sehr aufregenden Video und willkommen zu einer sehr spannenden Videowoche, denn es hat mittlerweile sind 2 Stunden an der Tür geklingelt und ein Riesenpaket hat mich erreicht. Literally 15 Kilo neues Make-up für euch, für mich und wir werden die ganze Woche das neue Catrice Update besprechen, denn dieses Update ist, finde ich, eins der aufregendsten Updates. Wir haben so viele neue Produkte, nicht nur neue Farben, sondern wirklich neue Produktkategorien und viele, viele neue spannende Texturen, Formulierungen und es ist einfach so viel. Ich kriege das nicht in ein Video, deswegen wird es 3 bzw. 4 Videos geben, Montag, Mittwoch, Freitag vermutlich und dann am Montag ein Video, wo ich die Favoriten, die ihr sehen wollt, in einem Video teste und in mein Gesicht bringe. Denn ich glaube, es macht Sinn, euch erstmal die Produkte zu zeigen und so einen kleinen First Impression Eindruck zu haben. Wie sehen sie aus? Wie sind die Formulierungen? Was kosten die Produkte? Damit ihr dann entscheiden könnt und mir bitte in die Kommentare schreiben könnt, welche Produkte ich in den nächsten Videos bzw. im Full Face mit den neuen Produkten schminken soll. Weil es so viel ist und ich das nicht alles benutzen kann. Deswegen starten wir für mich heute auch schon mit der spannendsten Kategorie, denn ich habe das Ganze in Gesicht, Augen und Lippen geteilt und wir starten heute auch mit dem Gesicht. Ich habe auch dort die ganzen Skincare-Produkte mit reingebracht, denn auch in diesem Update hat Catrice einen sehr, sehr großen Teil an Skincare, Hautpflege, Overnight Masks, Youth Boost Serum, everything. Und es ist so viel, dass wir direkt anfangen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen, dass es euch ganz, 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 ganz schnell wieder besser geht. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst und drückt unbedingt auf die Glocke. Ich glaube, das ist wirklich die aufregendste und zeitintensivste Videoreihe, die ich gerade habe. Und ihr wisst, ich liebe Catrice. Ich habe mit Catrice meine eigene Palette gemacht und es hat für mich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und deswegen freue ich mich, euch diese Produkte zu zeigen. Wir werden das Ganze mit Sicherheit auch noch mit Essence machen. Rival Loves Me bringt auch eine neue Theke raus, also der Januar, beziehungsweise mittlerweile ja schon fast Februar, ist voll. Es gibt viele Produkte und wir starten. Zuallererst habe ich hier einen Sensitive Gel to Oil Cleanser. Hier sollen nur 5 Ingredients mit drin sein und ich finde, optisch geht das Ganze so ein bisschen in die Drunk Elephant Richtung. Finde ich super spannend. Wir haben dieses matte, feste Kunststoff. Hier sind 100 ml drin und Sunflower Oil, also Sonnenblumenöl, Glycerin, Wasser, ein Plant-Based Emulsifier, also dass das so schäumt. Und Vitamin E. Nur 5 Inhaltsstoffe, die zur Reinigung des Gesichts sein sollen. Fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Ich weiß tatsächlich nicht, ob alles in die Theken kommt, aber die Produkte sollten heute auch schon online zur Verfügung stehen. Falls nicht, im Laufe der Woche, in der nächsten Woche passiert das Ganze und kommt ja dann auch in die Filialen. Das dauert immer so ein bisschen. Ihr kennt das Spiel. Ich hole mir mal so ein ganz kleines bisschen raus. Es ist wirklich wie so ein Gel. Es riecht einfach nach gar nichts. Es fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen an wie Vaseline. Und wenn ich das nass mache, verrückt. Dann schäumt das tatsächlich auf und das ist wie so ein Make-up-Melting-Balm. Fühlt sich sehr, sehr gut an, werde ich testen. Ich werde natürlich alles auch unabhängig von den Videos testen und ihr werdet es dann in Aufgebraucht-Videos sehen, ihr werdet es in Monatsfavoriten-Videos sehen. Aber das ist so ein Ding, finde ich gut. Ich war ehrlich gesagt vor 1,5 Jahren, vor 2 Jahren sehr, sehr kritisch, was Make-up-Brands, von den Drogerie-Make-up-Brands angehen, die auf einmal in die Skincare-Richtung gehen. Aber ganz ehrlich, ich finde das gar nicht schlecht, weil es gibt zwar viele Skincare-Brands in der Drogerie, aber ich glaube, dass so eine Make-up-Brand, vor allen Dingen alles, was so Skincare rund ums Make-up, also Serien, Cremes vor Make-up, ganz gut können, weil sie darauf achten, ganz explizit, funktioniert das Ganze dann auch mit dem Make-up. Finde ich gut, finde ich super spannend, dass auch hier ein Produkt da ist, was wirklich nur 5 Inhaltsstoffe beinhalten soll. Das werde ich testen, wenn ich diesen Make-up-Look abmache. Dann gibt es einen Youth Boost Augenserum mit 1% Bakuchol, der gegen feine Linien sein soll. Auch hier ist Hyaluronsäure und Vitamin E drin und sorgt für eine frische und jung aussehende Haut. Ich mache das Ganze mal auf. Wir swatchen jetzt einfach mal, dass ich euch so ein bisschen die Texturen beschreiben kann. Auch das ist nicht parfümiert. Sehr, sehr leichte Konsistenz. Zieht recht gut weg, ist recht flüssig. Vielleicht ist ein bisschen, also es riecht nach etwas.
Aber nicht künstlich, so ein bisschen zitrisch. Ich kann mir vorstellen, ja, das ist die Zitronensäure da drin. Ansonsten kann ich kein Parfum hier sehen. Riecht gut, fühlt sich gut an. Bin ich gespannt. Auch die bleibt gleich hier oben, um das Ganze zu testen. Und wir haben hier ein Serum. Und das ist das Energy Plus Superfruit Protection Serum mit Acai, mit Goji und Vitamin E. Und auch hier ist wieder diese Blue Light Protection drin. Packaging ist ein Glasflakon, fühlt sich gut an. Und auch das testen wir einmal kurz. Ich glaube, diese ganzen Skincare-Produkte werde ich dann auch im Video testen. Das ist eine recht milchige Konsistenz. Auch da kann ich jetzt keinen eigenen Duft wahrnehmen. Es fühlt sich sehr weich an, sehr, aber doch sehr reichhaltig. Ich probiere immer so einen Vergleich zu finden. Ihr kennt mit Sicherheit alle das Balea Plus Vital Intensivserum, was ich sehr, sehr gerne unter Make-up benutze. Das ist so ein Produkt, es ist jetzt weggezogen und das hat so ein leicht klebriges Gefühl hinterlässt das. Das ist perfekt, um Make-up raufzusetzen. Ich bin kein Freund davon, von Blue Light Protection in Kosmetik. Ich bin gespannt, was Studien in ein paar Jahren sagen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Es sieht aber gut aus. Es soll einfach schützt die Haut vor Stress, induziert durch blaues Licht von digitalen Geräten. Aha. Okay. Spannend, Skincare ist da. Ich denke mal, das sind auch so Produkte, die auch in die Filiale kommen. Und dann haben wir hier gleich noch ein Supercharged Hydro Serum mit 1% Triple Hyaluronic Acid. Also Triple heißt, es gibt langkettige Hyaluronsäure, kurzkettige und mittelkettige oder mittellange Hyaluronsäure, die in verschiedene Ebenen der Haut gehen. Sehr, sehr gute Sache. Und 5% Niacinamid ist eine Sache, um so einen Schritt zu sparen. Ich gehe ja erst mit Niacinamid-Serum, dann mit dem Hyaluronserum, dann mit anderen Serien und das Ganze ist so ein bisschen alles zusammen. Es hat die typische Hyaluronsäure-Konsistenz, also recht dickflüssig, so ein bisschen klebrig. Auch hier kann ich keinen Duft wahrnehmen, fühlt sich gut an. Bin ich gespannt. Unter Make-up wird das sehr, sehr gut funktionieren. Wenn ihr ein paar Minuten zwischen der Skincare und dem Make-up lasst, im Idealfall eine halbe Stunde, dass die Haut auch wirklich richtig schön prall werden kann. Alright, dann haben wir hier eine Nachtaugencreme, ein Eye Balm mit Avocadoöl, Hyaluronsäure und Zika. Die soll die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und intensiv pflegen. Auch die kommt in so einem klassischen Augencreme-Tübchen. Die Creme ist deutlich dicker als die, die wir eben getestet haben, die Youth Boost Creme. Recht dickflüssig, so ein bisschen fester. Auch die riecht tatsächlich nicht. Ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr gut, dass wirklich viele Duftstoffe mit rausgelassen wurden. Meine Hand fühlt sich extrem weich an. Die Hand sieht wahrscheinlich gleich aus wie 4 und die wie 44. Ich bin gespannt. Wir haben noch ein Öl. Das ist das Shine Bright Carrot Oil. Da muss ich sagen, ich glaube, das gab es schon mal. Vielleicht ist es überarbeitet worden. Die Flasche sieht definitiv anders aus. Die soll auch für sensible Haut sein. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, ich mache meinen Skincare, nehme dann ein Öl und dann gehe ich mit meinem eigenen Gua Sha Stein, den es im Shop gibt. Übrigens, apropos, ich weiß nicht, wann das Video online geht, aber seit dem 20. bis zum 15. Februar gibt es eine Valentinsaktion in meinem Shop. Also schaut da unbedingt gerne mal vorbei. Ich glaube, das gab es schon. Ich weiß nicht, inwieweit das neu aufgesetzt wurde. Ich mochte das aber sehr, sehr gerne. Und das ist so ein Abschluss immer ganz gut, um einfach alle Serien in der Haut oder in die Haut reinzukriegen. Hier ist noch ein Pore SOS Spot Treatment mit 2% BHAs. Das soll man dann wohl direkt auf Pickel geben können, um innerhalb von 4 Stunden, was? Man alle 4 Stunden auf einen Pickel auftragen soll, bis zu 4-mal täglich tatsächlich. Hier ist Salicylsäure mit drin und das sorgt einfach dafür, dass die Pickel so ein bisschen ausgetrocknet sind. Das gebe ich jetzt nicht auf meine Hand, weil it's a lot. Bin ich super, super gespannt. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier so ein paar Unreinheiten. Coole Sache, ist vielleicht spannend. Ich benutze ja sonst immer das Mario Badescu Produkt. Das ist aber schweineteuer, ne? Ich gucke mal, ob ich die Preise alle schon online finde. Die Sachen sind ja noch nicht alle irgendwie online, aber ansonsten frage ich Catrice einfach mal, ob sie mir die Preise schicken können. Und dann können wir auch direkt wirklich in die dekorative Kosmetik gehen. Und da haben wir hier auch schon den ersten Primer. Das ist der Plump and Fresh Primer mit Aloe Vera. Der soll Feuchtigkeit spenden und die Haltbarkeit vom Make-up verlängern. Das ist eine gelige Textur für ein pralles Ergebnis. Pralle Ergebnisse finde ich immer spannend. Okay, also das ist so eine recht durchsichtige Konsistenz. Auch die riecht so ein bisschen zitrisch vielleicht, aber jetzt nicht künstlich zitrisch. Das ist ja, ah, Wahnsinn.
Ich hatte euch neulich den Benefit Professional Hydro Primer gezeigt. Der war ja sehr silikonlastig. Hier ist kein Silikon mit drin, kein Mikroplastik, kein Mineralöl, keine Parabene und kein Alkohol. Das ist wie so eine aufgeschlagene, etwas gröber flüssige Hyaluronsäure, die auch sofort weggezogen ist tatsächlich in meiner Hand. Fühlt sich sehr gut an. Ich kann mir vorstellen, dass Make-up hier drauf super, super gut aussieht. Vor allen Dingen, wenn man eher so zu trockener Haut neigt. Wie gesagt, kleine Erinnerung. Manche Sachen gibt es doppelt. Wir haben verschiedene Primer, wir haben verschiedene Puder. Wenn euch was interessiert, haltet das Video kurz an. Schreibt in die Kommentare, welches Produkt ich davon in dem Full-Face-Video testen darf. Wir haben noch drei weitere Primer. Und da habe ich hier den The Perfector Poreless Blur Primer mit Niacinamid. Auch hier ist nur das Design angeblich neu. Ich glaube, den gab es schon mal. Aber auch den testen wir mal. Ich muss sagen, das Packaging sieht sehr, sehr schön aus. Diese Pastellfarben passt super gut zueinander. Passt sehr, sehr gut ins Frühjahr-Sommer-Sortiment. Und das ist 1:1 literally vom Feeling her wie der Benefit Professional Primer. Es macht die Haut sofort matt und glatt. Dann gibt es hier den Vitamin C Fresh Glow Primer. Und da bin ich super, super gespannt drauf. Denn auch der ist ohne Silikone, ohne Mikroplastik und ohne Parabene. Und der ist auch vegan. Der soll den Skin Tone so ein bisschen optisch ausgleichen und auch Vitamin C und Kiwifruchtextrakt mit beinhalten. Hautverträglichkeit hautärztlich bestätigt. 30 Milliliter, die Preise von Catrice, da kann man halt nichts sagen. Ne? Der erinnert mich farblich so ein bisschen an den... eine ganz weiche... Der riecht ein bisschen nach Aprikose, aber auch ganz, 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 ganz zart. Sehr frisch und ich glaube, ihr werdet es nicht erkennen, deswegen beschreibe ich es euch. Im Vergleich jetzt auch zu diesem Matte Primer ist es hier definitiv viel, viel glatter und viel, viel matter und hier wirklich nochmal mit Feuchtigkeit versorgt. Und zu guter Letzt haben wir den Mattifier Oil Control Primer mit Evermatt Technologie. Das ist dieselbe Technologie, die auch in der All About Matte Foundation schon verwendet wurde, mit Willow und Willow Bark Extrakt, was auch immer Willow Bark ist. Alle Tuben von den Primern, steht drauf, sind zu 100% mit Ökostrom produziert. Ich muss jetzt mal gucken, ob das bei anderen Produkten auch drauf steht. Auf jeden Fall hier steht es drauf. Sehr, sehr spannend. Hier ist auch, wenn ihr wisst, was Willow Bark ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch den testen wir jetzt nochmal von der Haptik her. Der ist ähnlich wie der andere, aber nochmal so eine Mischung aus dem Pflegenden und diesem Super Silikon Primer, der aber kein Silikon mit drin hat. Ja, das ist so ein Ding, der mattiert einfach wirklich gut. Fühlt sich auch ähnlich an wie die Foundation vom Gefühl her. Nehme ich jetzt keinen besonderen Duft wahr. Und ich glaube, das waren tatsächlich auch schon alle Primer. Freunde, das ist eine Menge. Und deswegen, ich glaube, ihr versteht jetzt, warum ich das wirklich aufgeteilt habe in verschiedene Videos, weil es so verdammt viele Produkte sind, die ich sonst gar nicht alle reinkriege. Dann haben wir drei neue Shape and Define Contour Sticks, jeweils mit einer Konturfarbe und einer hellen Farbe. Ich swatche das Ganze einmal kurz. Wir starten mit der 01 Light. Da haben wir hier den hellen Ton, sehr, sehr hell, und dem hellen Konturton eine schöne, kühle Farbe, sehr pigmentiert. Das sind so Produkte, die werde ich so oder so dann testen. Dann haben wir hier die 02 Medium. Die ist vom Unterton ein bisschen rosafarbener, aber immer noch hell. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, ich gehe hier lang und habe ich auch gemacht, es liftet das gesamte Gesicht einfach nochmal richtig krass. Extrem pigmentiert. Hier bin ich jetzt gespannt auf die Farbe. Die sah erst matt aus, aber sie hat tatsächlich auch einen kühleren Unterton. Außen ist es ein bisschen warm, wenn man es verblendet und dann wird es kühl. Finde ich ganz spannend. Bin ich super gespannt. Ich denke mal, das wird die Farbe sein, die ich dann auch testen werde. Und dann haben wir zu guter Letzt die Farbe Dark. Und ich muss sagen, ihr werdet es gleich sehen, Catrice hat sehr besonders auf die Shade Ranges geachtet hier. Die Farbe ist recht hell. Das ist wahrscheinlich meine Foundation-Farbe. Aber wenn ihr dunkler seid, dann könnte das eine gute Highlighting-Farbe sein. Und dann haben wir hier den dunklen Konturton. Für ganz dunkle Haut wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, um zu konturieren. Da würde ich eher viel, viel dunkler gehen.
Ich glaube, dass ich tatsächlich mit allen dreien arbeiten könnte. Manche sind tatsächlich ein bisschen wärmer. Der 01-Ton ist der kühlste definitiv. Apropos Shade Range, Catrice hat die Ultimate Camouflage Cream nochmal in einer anderen Farbe rausgebracht. Das ist jetzt die Farbe 090 Espresso Beige. Auch die swatche ich euch gerne für euch. Das ist dann eine Ergänzung zur Shade Range. Finde ich super, dass auch Firmen, ich sehe es bei vielen Firmen im Moment, dass sie sehr gut darauf achten, dass man das Ganze auch erweitert. Das ist ein Concealer. Ich persönlich mag den nicht so gerne als Concealer. Der ist wirklich für Spot-Treatments gemacht. Also, wenn ihr, bevor ihr eure Foundation auftragt, nur den Pickel abdecken, ein bisschen ausblenden und dann die Foundation drüber. Unter den Augen funktioniert der nicht, aber ihr seht, das ist ein sehr, sehr schönes, warmes, schokoladiges Braun. Sehr deckend. Wir kommen gleich zu einem Produkt, auf das ich mich am meisten freue. Da bin ich super gespannt. Aber wir haben hier den Glow Lover Oil Infused Highlighter. Ihr wisst, dass der Oil Infused Blush einer meiner absoluten Lieblingsblushes aus der Drogerie ist. Und jetzt gibt es tatsächlich auch ein Highlighter aus der Reihe. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Oil Infused Highlighter in einer anderen Farbe kommt. Sieht so aus, ist so eine gebackene Textur, recht hell, aber extrem pigmentiert. Also das ist ein Highlighter wirklich für helle Häutchen. Wir gehen einfach mal rein. Oh, ihr seht es sofort. Schön, ist recht hell. Ich mag den Blush gerne. Da muss ich noch mal gucken, wie ich den vielleicht für mich verwende. Vielleicht so als Inner Corner Highlight oder als Highlight punktuell. Aber von der Textur her sind die sehr, sehr gut. Dann haben wir vier neue Farben von den All Matte Powdern. Und zwar kennt ihr das. Das ist ja dieses gepresste Puder. Das gibt es jetzt einmal in der Farbe Natural Beige. Das ist so meine Farbe, würde ich sagen. Dann gibt es die Farbe Warm Maple. Die ist wesentlich wärmer. Einen Bananaton, der so ein bisschen in die gelbliche Richtung geht. Damit kann ich mir vorstellen, dass man damit sehr, sehr gut den unteren Augenbereich aufhellen kann. Und grandios, eine dunklere Farbe Neutral Nougat geht wirklich in die dunklere, recht kühle Farbe auch. Super, super spannend. Vier neue Farben der Matte Shine Control Powders. Auch die sind vegan. Ohne Mikroplastik, ohne Parabene, ohne Mineralöle. Das ist, glaube ich, mittlerweile in vielen Produkten tatsächlich auch schon der Fall. Dann haben wir zwei neue Setting Sprays, Freunde. Unter anderem das Matte Prime and Fix Spray mit Aloe Vera. Auch das ist vegan, ohne Silikone und ohne Alkohol. Da ist Aloe Vera Extrakt mit drin und soll einen Matteffekt hinterlassen. Ich persönlich bin kein Freund von Matteffekt. Deswegen haben wir hier aber auch ein neues Spray. Und das finde ich super spannend. Da kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr gutes Dupe zu dem Urban Decay All Nighter sein soll. Sieht auch optisch tatsächlich schon so ein bisschen aus. 18 Stunden langer Halt. Wenn ihr wollt, testen wir das in einem 18 Stunden Live-Test. Transfer Proof, Waterproof, No Alcohol, No Perfume. Sprühnebel ist gut, er geht recht stark nach vorne. Nee, der Sprühnebel ist. Okay, den Sprühnebel mag ich jetzt hier gerade nicht so. Der ist sehr intens. Vielleicht kann man das umfüllen. Wir probieren das andere matte Spray auch nochmal so ein bisschen aus vom Sprühnebel her. Das ist ein sehr feiner Sprühnebel. Riecht beides sehr frisch, obwohl kein Parfum mit drin sein soll. Gefällt mir gut. Und jetzt, Freunde, kommen wir zum spannendsten Produkt aus dem kompletten Update für mich. Denn es gibt eine neue Foundation und das ist die 24-Hour Hyper Hydro Skin Tint Skin Tint Foundation mit Hyaluronsäure, Squalan und Aloe Vera. Kommt in diesem super frühlingshaften Design. Wir haben oben beige, unten blau, vegan, ohne Silikone, ohne Mikroplastik. Und das Ganze kommt, ich glaube, es sind vier Farben. Vielleicht kommen noch welche dazu, vielleicht sind welche auch wieder online exklusiv in diesen Farben und auch die swatche ich für euch. Wir starten mit der 002. Das ist ein recht gelblicher Ton. Sehr, sehr leichte Deckkraft. Also beim Verblenden merkt man schon, das ist sehr frisch, sehr, sehr leicht, sehr wässrig. Wir haben die 010 Neutral Sand. Die ist ein bisschen neutraler tatsächlich. Sieht jetzt hier. Warum bin ich hier so rot? Sieht jetzt hier recht passend sogar zu meiner Hautfarbe aus. Ich bin gespannt, ob sie ein Stück oxidieren. Dann haben wir hier Warm Beige. Die ist wesentlich pinkstichiger. Also wirklich von den Untertönen
ganz, ganz anders. Und dann haben wir hier die 030 Neutral Toffee. Die hatte ich vorhin schon mal geswatcht, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das meine Farbe ist. Aber guess what? Ist sie nicht. Die ist wesentlich dunkler, viel, viel... Ja, das ist... Ich würde es auch fast als warm Peach bezeichnen. Könnte ich mir gut vorstellen für so einen Summertar-Look. Wenn ihr dunkler seid als ich, könnte das eine funktionierende Farbe sein. Vielleicht gibt es noch dunklere Farben. Ich glaube nicht, dass es sie aktuell schon gibt. Vielleicht kommen sie aber noch raus. Ansonsten ist das die aktuelle Shade Range der neuen Foundation. Und das, Freunde, war Teil 1 des neuen Catrice Sortiments Updates. Face. Super spannende Produkte. Mit der Shade Range Erweiterung von anderen Produkten, finde ich, ist das eine super gute Sache. Bei dem Hydro, Hypo, Hydro, whatever Foundation Schätzchen könnte vielleicht noch ein, zwei dunklere Farben mit dazu kommen. Ich bin gespannt. Ich vermute, dass dadurch, dass es so eine super leichte Deckkraft ist, dass die Shade Range sich dadurch ein bisschen erweitert. Ich habe natürlich jetzt auch wirklich nur einen sehr kompakten Swatch dazu gemacht. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Produkte euch von diesen Produkten am meisten interessieren. Abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und kommt Mittwoch um 19 Uhr wieder. Dort finden wir dann Teil 2. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!